Ja, hallo und servus. Heute geht es um eine relativ simple Reparatur bei einem jedoch sehr, sehr wichtigen Bauteil des Fahrzeugs, und zwar den hinteren Stoßdämpfern bei einem E46 3er BMW. Stoßdämpfer, besser eigentlich Schwingungsdämpfer genannt, sind eben nicht nur dazu da, einen gewissen Komfort zu gewährleisten, sondern spielen auch eine sehr, sehr wichtige Rolle bei der Sicherheit von eurem Fahrzeug. Und zwar würden bei einem defekten, verschlissenen Stoßdämpfer hinten die Räder an Fahrbahnkontakt verlieren, besonders bei unebenen Straßen oder Schlaglöchern. Damit würdet ihr einen längeren Bremsweg riskieren, die Reifen würden ja schneller verschleißen und ihr würdet natürlich an Fahrstabilität auch verlieren. Wie ihr diese Stoßdämpfer hinten bei einem E46 wechselt, zeige ich euch jetzt. Als erstes nehmt ihr eure hinteren Räder runter. In diesem Video zeige ich euch das ganze Prozedere an einer Seite, auf der anderen Seite geht es aber im Prinzip genauso. So, jetzt müsst ihr den Boden eures Kofferraums entfernen, damit ihr links und rechts die Kunststoffabdeckungen entfernen könnt. Rechts beim Akku und links für die Halterung des Warndreiecks. Also einfach diese Schrauben hier zum Teil lösen, dann können sie schon aushaken. Und danach, je nachdem bei welcher Seite ihr seid, müsst ihr noch weitere Verbindungen lösen. Entweder wieder solche Schraubverbindungen oder Spreiznieten. Um die Seitenverkleidung aushängen zu können, müsst ihr noch das eine Ende von der Entriegelung des Tankdeckels abnehmen, die könnt ihr einfach abklipsen. Danach könnt ihr das Seitenteil schon zur Seite biegen und wenn ihr sie komplett rausnehmen wollt, löst ihr noch hinten die zwei Schraubverbindungen, hier schwarz zu sehen, dann könnt ihr die ganze Seitenverkleidung rausnehmen. Jetzt seht ihr auch gleich das Dämmmaterial, welches ihr aufschneiden müsst, um an den Dom ranzukommen. Nicht überrascht sein, die sind meistens sehr vergammelt, da schneidet ihr einfach ein Teil aus und klappt diesen weg. Jetzt setzt ihr einen Getriebeheber oder einen Unterstellbock unter euren Querlenker, lässt den Wagen ein wenig herunter und nehmt danach die Schraube unten am Stoßdämpfer ab. Ganz wichtig, bei solchen Arbeiten immer schauen, dass euer Wagen nicht von der Bühne fällt oder von euren Unterstellböcken. Wenn der Stoßdämpfer nun frei liegt, gebt ihr den Wagen ein wenig in die Höhe, damit ihr den Unterstellbock oder den Getriebeheber wieder wegrollen könnt. Und um an den Kofferraum zu kommen, lässt ihr den Wagen jetzt wieder herunter. Jetzt kann man auch schon den Stoßdämpfer oben samt Lager entfernen. Dazu einfach die zwei Muttern anlösen, aber nicht ganz wegnehmen, sonst würde euch der Stoßdämpfer natürlich abfallen. Dann nehmt ihr euch einfach eine zweite helfende Hand, damit ihr den Stoßdämpfer normal runternehmen könnt samt Lager. Und nicht vergessen, die alte Papierdichtung auch entfernen. Jetzt kann es auch schon ans Zerlegen des Stoßdämpfers gehen, dazu die obere Mutter am besten mit einem Schlagschrauber lösen. Danach nehmt ihr das Lager selbst herunter und den festgerosteten Teller hier einfach mit ein paar Hieben, mit ein paar Schlägen vom Schraubendreher einfach runterschlagen. Jetzt noch den oberen Teller am Domlager selbst herunterziehen und ihr seid mit dem Zerlegen fertig. Hier seht ihr richtig, dass der ganze Dämpfer vom Rost befallen worden ist, also der Dämpfer selbst und die Kolbenstange auch. Ja, beim anderen seht ihr, dass es auch nicht besser ist, da ist die Kolbenstange richtig dick und der Dämpfer selbst auch zusätzlich undicht. Jetzt kann es auch schon wieder an die neuen Dämpfer gehen, dazu das neue Domlager mit der Papierdichtung und den zwei neuen selbstsichernden Schrauben nehmen. Am besten noch einen neuen Staubschutz und Anschlagpuffer dazu, den einfach hineindrehen in das Rohr, bis der reinschnappt. Jetzt nehmt ihr vom neuen Dämpfer die selbstsichernde Mutter runter, fädelt das Ganze zusammen, also zuerst den Staubschutz drauf, dann den Teller in der richtigen Richtung, das Lager selbst, danach noch den anderen Teller draufsetzen und die selbstsichernde Mutter draufschrauben. Um die Kolbenstangenmutter nun festzuziehen, nehmt ihr am besten zwei Gabelschlüssel, einen um die Kolbenstange gegenzuhalten, damit diese sich nicht mitdreht und danach zieht ihr mit der großen die Mutter fest. Jetzt können die neuen Dämpfer wieder ins Fahrzeug kommen, dazu reicht ihr den Dämpfer nach oben zu eurer helfenden Hand, passt natürlich auf, dass ihr die Dichtung eingesetzt habt, die neue, und zieht das Domlager mit den zwei neuen selbstsichernden Muttern mit ca. 25 Newtonmetern an. Nachdem ihr die beiden Muttern für das Stützlager angezogen habt, könnt ihr noch die Mutter für die Kolbenstange mit ungefähr 15 Newtonmeter anziehen. Jetzt könnt ihr wieder den Getriebeheber unten am Querlenker ansetzen und den Wagen ein wenig runterlassen, damit ihr natürlich den Stoßdämpfer unten wieder montieren könnt. Und beim Einsetzen der Schraube darauf achten, auf die Anlaufscheibe, wo ich gerade drauf zeige, dass diese zur Schraube zeigt. Und danach könnt ihr diese wieder einsetzen. So, bevor ihr nun die Schraube mit ca. 100 Newtonmeter anzieht, müsstet ihr offiziell zum Schutz des vulkanisierten Lagers die Schraube in der Normallage anziehen. Das heißt, ihr habt den Wagen auf den Rädern und eine gewisse Zuladung.
Ich simuliere das Ganze, indem ich den Wagen hier ein wenig runterlasse und damit im eingefederten Zustand die Schraube anziehe. So, ich bin jetzt mit den neuen Dämpfern unterwegs und ja, was soll ich sagen, es ist ein Traum. Das Fahrzeug gleitet wieder vollgeschmeidig über die Fahrbahn und das nervige Gepoltere hinten ist jetzt auch endlich weg. Was ich noch bemerkt habe, ist eben, dass die hinteren Räder an Grip eben gewonnen haben, besonders bei schlechten Fahrbahnverhältnissen und bei Schlaglöchern. Das heißt, die ABS-Leuchte oder die Traktionskontrolle geht jetzt nicht mehr so oft an, wenn ich jetzt gleichzeitig abbremsen oder Gas geben würde über einem Schlagloch. Wenn euch also das Video gefallen hat und ihr ein kostenloses Abo für meine Videos haben wollt, klickt unten auf Like, Subscribe und besucht mich auf meiner Facebook-Seite facebook.com/vollerskanal, wo ich auch andere interessante Dinge rund um das Automobil poste. Tschüss und bis zum nächsten Mal.